Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Detroit Become Human. So, wir haben jetzt in der letzten Folge die 4 Androiden aktiviert. Wir haben irgendetwas vor, ich weiß aber noch nicht was. Wir sollen auf jeden Fall auf die Straße. Blockiere die Straße, okay. Da ist natürlich die Frage, können wir uns hier noch ein paar Gehilfen holen? Das wäre doch wahrscheinlich nicht schlecht. Umso mehr wir haben, umso besser. Wenn wir da vorne stehen, auch noch welche. Ich muss die Straße blockieren. Das klappt ja schon mal ganz gut. Du bist jetzt frei. Lass ihn gehen. Er hat seine Wahl getroffen. Das sieht da aus wie der Assi mit dem Kind, oder? So, dich haben wir schon umgewandelt. Spinne, öffne den Kanaldeckel. Komm, den hier holen wir uns auch noch. Du bist frei. So, welchen Kanaldeckel? Da hinten wahrscheinlich. Und da weitere Androiden um, öffne den Kanaldeckel. Komm, ich laufe nochmal kurz auf die andere Seite hier. Um zu schauen. Oh, da kommen wir nicht hin, okay. So. Kanaldeckel ist open. Ach. Wandle weitere Androiden um. Ach, das können wir jetzt einfach im Stehen machen. Sehr geil. Du bist jetzt frei. Ist quasi eine Kara, ja. So, sonst können wir scheinbar nichts machen. Sind auf jeden Fall schon eine ganz schöne Horde hier. Ist auf jeden Fall ganz schön fett. Ich hab sie doch angewuppt. Wieso kommt sie denn nicht? Freiheit für die Androiden. Das scheint so eine Art Friedensmarsch zu werden. Vielleicht. Natürlich. Oh. Auseinander! Sofort auseinander! Das ist ein Befehl! So eine verdammte Scheiße! Gott sei Dank. Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht, Hunderte? Tausende? Sie marschieren! Sie marschieren die Straße runter.
Okay. Das war ganz schön cool. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier ein gutes Ende nehmen wird. Aha, er tötet schon. Damit habe ich gerechnet. Oha. Jetzt wird es rund. Ist das, was Norris vorausgesagt hat? Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren. Und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Und hier zu sterben bringt uns gar nichts. Marcus, wir müssen weg, sofort, bevor es zu spät ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Tja, was tun wir? Stellung halten, Angriff zerstreuen. Mach das nicht, Marcus. Wähle nicht die Konfrontation. Es geht nicht anders, Junge. Folgt mir! Oha. Viva la Revolution! Auf dieses Quicktime-Event war ich jetzt nicht so vorbereitet. Aber okay. Na scheiße. Wir sind verwundet. Ich habe jetzt noch ein bisschen eingelenkt, auch wenn ich glaube, dass das jetzt nicht viel am Verlauf ändern wird. Wenn ich ständig falsch drücken würde, ne? Dann hätte ich die wahrscheinlich schon alle vermöbelt hier. Oh nein. Ach, hier geht's, glaube ich, gut. Hoffentlich. Hamad.
Das ist meine Nummer. Ja, haben wir. Aber nur eine Schlacht, nicht den Krieg. Es ist natürlich die Frage, wer stehen geblieben hat, ist wahrscheinlich einfach über den Haufen geballert. Vielleicht wäre Zerstreuen noch eine Möglichkeit gewesen, aber da bin ich doch lieber für die Action. Öffentliche Meinung gehasst. Tja. Ich finde euch jetzt auch nicht so töfte. Rede mit Amanda. Schon wieder. Es wird nicht gut enden hier. Da kann er ja mittlerweile auch ein bisschen als Abweichler geoutet wurde, will ich mal sagen. Könnte es sein, dass die alte Amanda ein bisschen angepisst ist auf uns? Aber wir werden es erleben. Huhu. Nach den Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Ich dachte, Kamsky wüsste etwas. Ich lag falsch. Vielleicht stimmt das. Aber du hast nicht gefragt. Kamsky hat nur mit mir gespielt. Er wusste gar nichts. Amandas Bild, dieser Ort. Da war ein Foto von Amanda bei Kamsky zu Hause. Sie war seine Lehrerin. Als Kamsky mich entwarf, wollte er ein Interface, das ihm vertraut war. Er entschied sich für seine Mentorin. Worauf willst du hinaus? Hat Kamsky diesen Ort erschaffen? Er erschuf die erste Version, seitdem wurde sie erheblich verbessert. Warum fragst du? Sie haben mir nicht alles gesagt, was Sie über Abweichler wissen, oder? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Ach ja. Hast du in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches erlebt? Zweifel oder Konflikte? Empfindest du etwas für diese Abweichler? Oder für Lieutenant Anderson? Ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollen. Ich fühle gar nichts. Das wissen Sie. Wollen Sie etwa andeuten, dass ich gefährdet bin? Nein. Nein, natürlich nicht. Da haben wir uns wieder rausgezeckt. Ihr seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Hank, ich bin sicher. Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Wie bitte? Das ist doch scheiße.
Rede mit Hank. Vielleicht können wir irgendwie so eine verdeckte Operation machen auf eigene Faust. Wie im wilden, wilden Westen. Wir hätten den Fall lösen können. Wir hätten nur mehr Zeit gebraucht. Du gehst also zurück zu Cyberlife? Ich habe keine Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren. Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen? Ja. Wir stehen auf der richtigen Seite. Menschen haben uns erschaffen. Sie sind unsere Meister. Keine Maschine sollte ihren Schöpfer bekämpfen. Na, das war nicht die Antwort, die ich eigentlich haben wollte. Du hast dich in sie hineinversetzt. Du hattest Mitgefühl, Connor. Mitgefühl ist eine menschliche Emotion. Ich weiß nicht, wieso ich es tat. Ich weiß, es war nicht immer einfach. Aber die Zusammenarbeit mit ihnen war mir wirklich eine Freude. Und dieser Satz steht nicht in meinem Beziehungsprogramm. Ich meine das ernst. Zumindest glaube ich das. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Sie verschwenden keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast Fowler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Hör zu, Connor. Wenn ich den Fall nicht löse, wird Cyberlife mich zerstören. 5 Minuten. Mehr will ich nicht. Tja. Der Kellerschlüssel liegt auf meinem Tisch. Und beeil dich, ich kann sie nicht ewig aufhalten. Nimm den Schlüssel. So, geh in die Asservatenkammer. Ich hoffe, wir entdecken jetzt was. Wäre schade um Connor. Ist so ein netter Typ. Eigentlich wollte ich ja. Hey Connor, ich rede mit dir, Arschloch. Wo willst du hin? Wir brauchen hier keine Plastik-Arschlöcher. Hey Arschloch, ich rede mit dir. Keine Zeit zu vergeuden. Eigentlich wollte ich halt eben mit meiner Antwort was anderes erzeugen. Und zwar eigentlich, dass wir es schon so sehen, dass es auch eine Art Menschen sind, die Androiden. Wenn sie Emotionen haben, etc. Aber gut, das ist gehörig schief gegangen. So, Palmskin. Was würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen? Geburtsdatum. Dumme Idee. Dumme Idee. Passt nicht zu Hank. Scheiß Passwort. Geiler Typ. Natürlich. Okay. Wo ist Jericho? Die Zeit läuft. Ich muss schnell sein. Die beiden Tracys aus dem Eden Club. Wollten sie auch nach Jericho? Wussten sie, wie sie es finden? Bei ihm, das war ja der Erste, werden wir das so kaum finden. Einer der Abweichler, die mit Marcus den TV-Sender gehackt haben.
die Frage, was müssen wir finden für Reaktivierung benötigt. Ja, das heißt also im Prinzip... Ach so. Keine Ahnung, ey. Hier von den Beweismitteln können wir scheinbar nichts. So, okay. Wir uns hier einsetzen. Das sind immer verschiedene Zahlen, die wir brauchen. Also ich glaube, ich stelle mich so blöd an, dass wir das nicht gebügelt kriegen in der Zeit. Reaktivierung unmöglich. Der Android, der seinen Besitzer ermordete. Okay. Erforderlich 16.04, 2104 erforderlich. Nehmen. Nehmen. 3983 brauchen wir. Haben wir das denn hier irgendwo? Da. Ist ja völlig verrückt, ey. Quasi Tetris mit Androiden. Komm schon, Junge. Es ist dunkel. Mond. Wo bin ich? Ich muss Jericho finden. Sag mir, wie ich dorthin komme. Ich kann deine Stimme nicht erkennen. Du bist keiner von uns. Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Jetzt lass mich in Ruhe. Aktivierung unmöglich, unmöglich. So, bei ihr brauchen wir 6755. Versuche sie auszutricksen. Wie mache ich das denn?
Ich dachte, du wärst tot. Wir kommen hier raus. Wir werden frei sein. Ich versprech's. Sag mir, wo Jericho ist. Gib mir deine Hand. Tracy? Jericho geortet. Was passiert hier? Tracy! Tracy! Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Tun Sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt mache ich es endgültig. Ja, er hat's endgültig verkackt, würde ich sagen. Was ist hier passiert? Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm, schnell! Tja. Und damit sage ich vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge, so wie ich auch. Ich glaube, so langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende. Also schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Bye, bye.